Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Seelenfreude-Challenger. Heute am Sonntag, dem 12. Mai, Tag 12 haben wir heute zur Seelenfreude-Challenge. Haben eigentlich noch gar nicht geredet heute Morgen. Meine Zunge geht noch nicht rund. Die schläft noch. Thema Schlaf, vielleicht mal noch ein Hinweis. Also ich bin auf der einen Seite eine Nachteule, auf der anderen Seite aber auch ein Frühaufsteher. Das ist vielleicht noch ein Thema, das ganz gut zum gestrigen Thema passt, zum Thema Körperwahrnehmung, was wir ja gestern, glaube ich, gemacht haben, ne? Ich lausche ganz, ganz viel auf meinen Körper. Wenn ich den Impuls habe, abends um 8 Uhr zum Beispiel, es ist jetzt Feierabend, mein Körper will jetzt Ruhe, der braucht mal ein bisschen mehr Schlaf, dann gehe ich auch schon mal um 8 Uhr abends zu Bett. Oder auch tagsüber, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt ist eine Pause angesagt, dann mache ich eben auch ein Päuslein. Und erst recht, wenn ich so das Gefühl habe, es gibt ganz, ganz viel zu tun. Hallo liebe Hilke, wunderschönen guten Morgen. Und da ist es einfach ein gutes Hilfsmittel, wenn du Fragen stellst, wenn du dir Fragen stellst, Körper, was brauchst du? Was tut dir jetzt gut? Ja? Denn ich höre manchmal so, ja, der Körper braucht unbedingt 6 Stunden Schlaf oder unbedingt 8 Stunden Schlaf. Ich weiß nicht, ob das nicht wirklich ein Glaubenssatz ist. Also lausche auf deinen Körper. Wir kommen natürlich nicht ständig, auch ich nicht, nur mit 4 Stunden Schlaf abends aus, nachts aus. Das ist ganz klar. Es geht darum, auf seinen Körper zu lauschen. Und so mache ich das auch seit Jahren. Wie gesagt, ich gehe abends in der Regel eigentlich etwas später zu Bett und stehe auch morgens schon ganz früh auf. Aber ich lausche auf meinen Körper. Und wenn mein Körper mir sagt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist mal mehr Schlaf angesagt, dann liege ich auch schon mal abends um 8 Uhr im Bett. Okay, oder schlaf morgens eben auch mal ein bisschen länger. Genau, ja, das nur noch so nebenbei ist mir noch eingefallen als kleiner Nachklapp zu gestern. Und gestern Abend habe ich mich gefragt, was brauchst du, was brauchen unsere oder meine, du also Seelenfreude-Challenger denn? Was ist heute für heute angesagt? Und da kam mir so ganz spontan das Thema Vergebung in den Sinn. Und deshalb würde ich gerne ja, heute mit dir ein kleines Ritual machen, wo es um das Thema Vergebung geht. Und zwar um Vergebung dir selbst. Denn es gibt ja manchmal so Situationen im Leben, das kenne ich nur zu gut auch noch von mir, wo man sich mal auf irgendeine Art verhalten hat oder irgendetwas gesagt hat, was verletzend war für das Gegenüber oder ja, in der Situation einfach. Und man trägt das irgendwie noch mit sich so rum, man beschäftigt sich immer mal noch damit, ja? Und da machen wir jetzt einfach mal ein kleines Vergebungsritual, damit du in den Frieden mit dir selbst kommst. Du kannst das ja jederzeit auch selbst noch mal wiederholen, wann immer dir danach ist. Und du wirst einfach merken, wie gut das tut. Okay, bist du bereit? Dann schließen wir jetzt gemeinsam die Augen. Nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt, die uns nährt und trägt. Und gerne kannst du zum Beispiel deine linke Hand jetzt schon mal auf dein Herzchakra legen, das sich in der Mitte deiner Brust befindet. Leg gerne deine linke Hand auf dein Herzchakra, die rechte Hand mit der Handfläche nach oben gerichtet, darf gerne auf dem Oberschenkel liegen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann atmen wir einfach mal zwei, dreimal tief aus. Mach das gerne durch den Mund. Lass dich in deinen Körper sinken. Lass deine Schultern sinken. Und lass dann deinen Atemstrom ganz leicht und frei ein- und ausströmen.
Beobachte für einen Moment deinen Atem. Nimm die Sitzfläche wahr, auf der du hockst. Triff gerne auch die Entscheidung, dich jetzt tragen zu lassen, von der Sitzfläche, die dich auch ganz einfach trägt, ohne dass du etwas dazu beitragen musst. Und nimm mal wahr, wie gut es tut, jetzt einfach nur da zu sein, in diesem Augenblick, in diesem Moment, in dem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier. Lass den Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Gerne auch verbunden mit den Gedankenenergien, das Licht, Liebe und Lebensenergie jetzt ein- und wieder ausströmen über deinen Atemstrom. Licht, Liebe und Lebensenergie strömen ein, wieder aus. Und deine Hand liegt auf deinem Herzchakra weiterhin. Vielleicht magst du auch die Energien des Friedens einatmen, der Stille. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie Stille und Frieden dich immer mehr und mehr umgeben. Vielleicht magst du jetzt auch zu dir einladen, deine persönlichen Schutzenergien oder deine persönliche Schutzenergie und sie dazu einladen, ganz in der Nähe von dir ihren Platz einzunehmen. Und dann lade ich dich ein, während deine Hand, deine linke Hand auf deinem Herzchakra liegt, dein Atemstrom ganz leicht und frei ein- und ausströmt, mir mal im Geiste nachzusprechen. Wenn du alleine im Raum bist, du kannst es auch gerne laut aussprechen für dich, dann ist das noch kraftvoller. Ich bin aus ganzem Herzen bereit, mir all das zu vergeben, mir all das zu verzeihen, was ich jemals gesagt, getan oder auch gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Ich bin aus ganzem Herzen bereit, mir all das zu vergeben und zu verzeihen, was ich jemals gesagt, getan oder auch gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Noch einmal. Ich bin aus ganzem Herzen bereit, mir all das zu vergeben und zu verzeihen, was ich jemals gesagt, getan oder auch gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Sei es in diesem Leben oder auch in einem früheren Leben. Ich bin aus ganzem Herzen bereit, mir all das zu verzeihen.
Und ich öffne mich aus ganzem Herzen dem Gedanken und der Wahrheit, dass ich eine wunderbare Persönlichkeit bin. Ich öffne mich aus ganzem Herzen dem Gedanken und der Wahrheit, dass ich eine wunderbare Persönlichkeit bin. Noch einmal, ich öffne mich aus ganzem Herzen dem Gedanken und der Wahrheit, dass ich eine wunderbare Persönlichkeit bin. Jetzt stell dir mal vor, wie dein Atemstrom jetzt über dein Herzchakra ein- und ausströmt und lass diese Gedankenenergien mal auf dich wirken. Lass den Gedanken mal auf dich wirken, dass du eine wunderbare, einzigartige Persönlichkeit bist. Dass du so wie du bist, vollkommen in Ordnung bist. Stell dir einfach vor, wie dein Atemstrom jetzt über dein Herzchakra, über deine Hand, die da aufliegt, ein- und ausströmt. Licht, Liebe und Lebensenergie strömen über dein Herzchakra ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Gerne auch noch verbunden mit einer Farbe, der Farbe Grün. Grünes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen in dein Herzchakra ein und wieder aus. Und jetzt lade ich dich ein, dir vor deinem geistigen Auge mal eine Situation vorzustellen, wo du so richtig mit dir im Reinen warst, wo du voller Liebe warst, sei es dir selbst oder einem anderen Menschen, einer anderen Person gegenüber. Lass so die erste Situation, die dir jetzt dazu einfällt, in dein Bewusstsein, vertrau da, dass das genau die richtige Situation ist. Wo du entweder mit dir selbst in der Liebe warst oder auch ganz viel Liebe zu einem anderen Menschen empfunden hast. Und geh so ganz in dieses Gefühl hinein, der Liebe, vielleicht sogar der bedingungslosen Liebe. Und während du so ganz in diesem liebevollen Gefühl bist, stell dir vor, wie du mit dem weiteren Einatmen über dein Herzchakra, da wo deine Hand sich immer noch befindet, noch mehr von diesen Energien einatmest. Wie noch mehr von diesen Energien jetzt zu dir strömen. Atme noch mehr Liebe ein, die jetzt zu dir strömt aus dem ganzen Universum. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du jetzt noch mehr von diesen liebevollen Energien einatmen kannst. Wenn aus allen Ecken und Kanten des Universums noch mehr von diesen Energien zu dir strömen und du sie diese einatmest. Wir gehen auch über das Universum noch hinaus in alle Multiversen, in die Unendlichkeit. Und du ziehst noch mehr von diesen Energien jetzt über den Atemstrom in dein Herzchakra. Füllst dein Herz so mit diesen wunderbaren Energien. Und erlaube diesen Energien auch,
über dein Herzchakra hinaus zu strömen, in deinen ganzen Körper. Atemzug für Atemzug erlaubst du diesen Energien jetzt auch, sich über dein Herzchakra auszubreiten, in deinen gesamten physischen Körper. Und über deinen physischen Körper hinaus in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins, sodass du mehr und mehr zu einem wundervollen, liebevollen Lichtkörper wirst. Und jetzt stell dir vor, wie du diese wunderbaren, liebevollen Energien, mit denen du dich jetzt so aufgetankt hast, über dein Herzchakra auch wieder weiter strömen lässt. An alles, was ist. Stell dir vor, wie du diese liebevollen Energien, mit denen du dich jetzt gerade aufgetankt hast, auch wiederum weiter strömen lässt an alles, was ist, an Mutter Erde, an die Menschen, die dir am Herzen liegen, aber auch an die Menschen, mit denen du eher auf Distanz bist, warum auch immer, spielt keine Rolle, keine Bewertung, keine Beurteilung. Lass diese liebevolle Energien an alles, was ist, weiterströmen. Weiterströmen an alle Menschen, an alle Tiere, an alle Lebewesen, an alle Pflanzen, an Mutter Erde, an das Universum und auch darüber hinaus in die Unendlichkeit. Jetzt machen wir das nochmal im Wechsel. Du atmest diese liebevollen Energien ein und wieder aus. Und wieder ein und wieder aus. Ganz in deinem eigenen Rhythmus. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, deine Hände auszubreiten, so wie wenn du jetzt ganz viele lichtvolle Energien auch noch empfangen würdest. Die Hände vor deinem Körper dann zu verschränken und dir so selbst eine liebevolle Umarmung zu schenken. Umarm dich selbst und lausch jetzt mal auf deinen Körper, was dein Körper möchte. Vielleicht möchte er sich jetzt so hin und her wiegen, wie wenn du ein kleines Kind jetzt im Arm hättest und das so hin und her wiegen möchtest. Vielleicht magst du dir sogar vorstellen, dass du dein eigenes kleines Kind jetzt auch noch mit im Arm hast. Und gib dich dann ganz zu diesem Impuls hin, wenn dein Körper sich jetzt bewegen möchte, so ein bisschen wippen möchte, mach das gerne. Und hab dich so ganz lieb. Genieße es. Fühl dich ganz geborgen, so mit dir selbst, mit dir als erwachsene Person, als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, aber auch mit deinem kleinen Kind. Das jetzt eine riesige Freude hat. Und genieße.
So würde ich dir vorschlagen für heute, dass ich dich jetzt mal in diese Energie lasse, dass du jetzt in dieser Energie noch so lange verbleibst, wie dir danach zumute ist, dich ganz geborgen und getragen und geliebt fühlst, mit dir selbst, aber auch mit dem Universum, mit allem, was ist. Bleib so lange in dieser wunderbaren Energie, wie dir danach zumute ist. Und dann sehen wir uns morgen nochmal um 7:15 Uhr. Fühl dich ganz liebevoll umarmt, auch von mir. Hab einen wunderbaren Tag und bleib jetzt bitte noch in dieser Energie, so lange, wie dir danach zumute ist.